Mahlzeit. So, aus aktuellem Anlass. Tucker Carlson und die Mainstream-Medien. Tucker Carlson müssten wir eigentlich alle wissen, das klingt ja jedem im Kopf nach. Und was mich so gefreut hat heute Morgen, ich höre ja grundsätzlich die Mainstream-Medien-Nachrichten, die überschlagen sich, die ärgern sich, die framen und die machen alles Verrückte und irgendwie versuchen sie den Tucker Carlson als ultra-rechtsextrem, obwohl er schon in einem rechtsextremen Blatt ist, er rausgeflogen und als ganz schlimmen Menschen darzustellen. Und so einer, der redet mit Putin. So einer darf mit Putin. Ja, gut. Gut. Okay. Wir hatten ja mal angefangen. Das ist hier der 143. Nachtrag, weil hier geht es wirklich um Wissen. Hier geht es um Wissen, was man wissen sollte, um alles richtig einordnen zu können, was mit dem Thema Ukraine derzeit passiert und Russland auch. So, ich hatte ja mal angefangen, mir doch egal, ne? Nie wieder Faschismus, wir sollten neue Plakate bekommen. Und dann kamen auch schon schöne Ideen rein, aber viele haben gar nicht zugehört. Bei diesem Bild, da kamen lauter Statements und ja, ist ja schön und gut, wir brauchen Ideen. Ich hätte drunter schreiben müssen, gebt Ideen. Ja, ich bin aber nicht perfekt, ja, wie auch. Ja, aber zurück zu Tucker Carlson und dann habe ich natürlich geguckt und sobald man Tucker Carlson, nur Tucker Carlson eingibt, bei Google findet man natürlich sein Gesicht, aber wenn man es einfach so eingibt, nicht bei Bildern, dann überschlagen sie sich wirklich und da kann man reingucken oder sonst was, das lohnt sich nicht. Und die Bilder, die habe ich einfach bloß genommen für letzten Endes als Aufhänger für dieses Video, mal sein Gesicht. Wie schön spöttisch, ne? Naja, gut. Und ich habe mich dann hier mit dem ganzen Kram gar nicht aufgehalten. Ich höre jeden Morgen mein Medium, um die Nachrichten kurz zusammengefasst zu wissen, und zwar TE Wecker bei Tichys Einblick. Der ist wahrscheinlich immer noch so gut gelitten bei Google, weil er sich nur mit Politik beschäftigt, dass er noch einen Haufen Werbung eingeblendet bekommt. Und das liegt bei den Zugriffszahlen ja, bei richtig schönen vierstelligen Mindestbeträgen pro Monat. Das lohnt sich schon. Ne? Also egal, aber lassen wir das. Ich habe lange gewählt, lohnt sich wirklich den Menschen hier, Roland Tichy, wirklich zuzuhören, diesem Menschen, weil der fasst es noch einigermaßen emotionslos zusammen. Ist es meine Wahl? Sie können eine andere Wahl haben, meine Damen und Herren, ist egal. Aber heute Morgen diese vier Minuten, das sind 4 Minuten, ab da kommt ein nächstes Thema. Die haben sich wirklich auch gelohnt. Da fasst er nämlich ganz einwandfrei zusammen, was wirklich gesagt wurde. Und das reicht. Damit ist man informiert. Und ich glaube auch einigermaßen wahrheitsgetreu informiert. Insofern möchte ich, und das werde ich jetzt zum Schluss dann verlinken, hier auf dieses Video, das erscheint dann hier, also bis zum Ende hören, werde ich auf dieses Video hier verlinken und dann kommen Sie direkt drauf und können sofort loslegen und nach 4 Minuten können Sie immer noch ausmachen. Aber die 4 Minuten lohnen sich. Ich höre immer alles doppelt so schnell, dann sind es bei mir nur 2 Minuten, aber okay. Den Tipp wollte ich auf jeden Fall abgegeben haben. Und es gibt so viele Themen, die man noch auseinander walzen könnte und. Lohnt sich, finde ich, im Moment nicht, sondern hier reinhören. Und dann hat man einigermaßen die Basis, um andere Nachrichten auch wieder ganz entspannt hören zu können und einzuordnen. Na denn, Leute, heute ist erwerbt Wissen wirklich das Thema. Denn man muss einiges wissen, um den ganzen Quatsch zu verstehen. Gut, das war's dann auch. Einen schönen Tag wünsche ich und bis zum nächsten Video. Na denn, haut rein. Tschüss, tschüss.